Aktueller Stand dieser Videoreihe zu Typo 3 ist ja jetzt, dass Typo 3 schon mal installiert wurde und somit auch schon mal voll einsatzbereit ist. Also es wurde auch schon eine Grundkonfiguration vorgenommen. In diesem Video geht es jetzt um drei Sachen. Zunächst mal werdet ihr erfahren, wie ihr Typo 3 immer auf dem aktuellsten Stand halten könnt. Im zweiten Schritt geht es darum, wie man dafür sorgen kann, dass das Backend, was momentan ja noch in englischer Benutzeroberfläche daherkommt, auf Deutsch umstellen kann. Und ganz zum Schluss möchte ich euch noch drei wichtige Bedienelemente vorstellen, und zwar die Modulleiste, den Navigationsbereich und die Detailansicht. Zunächst also jetzt im ersten Teil dieses Videos geht es wie gesagt zunächst mal darum, wie man Typo 3 aktualisieren kann, wie man also Updates einspielt. Die Dinge, die ich jetzt hier beschreibe, könnt ihr so natürlich dann immer verwenden, also jetzt nicht nur bei Version 6.0, sondern das wird auch später dann funktionieren. Ihr loggt euch zunächst mal in euer Backend ein, denn bei Typo 3 ist es jetzt so, wenn ihr ein Update durchführt, dann müsst ihr auch immer einen Blick auf die Datenbank haben. Denn es kann natürlich sein, dass sich durch ein Update zum Beispiel die Datenbankstruktur ändert, dass bestimmte Tabellen nicht mehr aktuell sind, und das sollte immer natürlich abgeklärt werden. Ihr loggt euch also ein und ruft hier mal dieses Installationstool auf. Das hatte ich euch bereits vorgestellt. Solltet ihr jetzt hier ein Passwort eingeben müssen und ihr wisst es nicht mehr, also entweder habt ihr es während der Konfiguration hier selbst angegeben, solltet ihr kein Passwort für das Installationstool angegeben haben, dann greift üblicherweise das Standardpasswort, und das ist JOH316, alles klein geschrieben. Damit könnt ihr euch hier am Installationstool schon mal anmelden. Und jetzt gibt es prinzipiell schon mal zwei Möglichkeiten. Es hängt im Endeffekt davon ab, welches Update eigentlich durchgeführt werden soll. Soll jetzt zum Beispiel hier ein ja, typisches Sicherheitspatch installiert werden, dann hätte das jetzt zum Beispiel angenommen, ihr habt Version Typo 3 6.0.0, dann würde so ein kleines Patch sozusagen beispielsweise die Versionsnummer 6.0.1 haben. In diesem Fall ruft ihr jetzt hier mal den Datenbankanalyser auf, scrollt in den unteren Seitenbereichen, hier gibt es den Punkt Compare, und den klickt ihr jetzt einfach mal an. Und in dem Fall, wenn das jetzt wie hier ist, steht hier also Tabellen- und Felderdefinitionen, die sind alle okay. Also in dieser Datenbank ist jetzt alles in Ordnung. Man kann eigentlich jetzt schon mal mit dem Update beginnen. Sollte hier nicht alles aktuell sein oder nicht alles okay sein, dann wäre das jetzt so, dass hier unten eine Liste von ja, bestimmten SQL-Statements und so weiter stehen würde. Vor diesen Statements findet man dann Kontrollkästchen. Ihr aktiviert dann die Kontrollkästchen, die dann vor den Einträgen stehen, die entsprechend angepasst werden sollen, und sorgt dann dafür, dass das in die Datenbank geschrieben wird. Die entsprechende Schaltfläche wird euch dann hier in dieser Übersicht angezeigt. Wie gesagt, das ist jetzt eine Variante. Es kann natürlich sein, dass ihr später von Typo 3 6.0.0 zum Beispiel auf Typo 3 6.1 umsteigen wollt. Und dafür wird euch hier so ein Upgrade-Wizard angezeigt, der euch dann bei einem solchen Update von einer Major-Version zur anderen Major-Version dann begleitet, und zwar Schritt für Schritt. Und das seht ihr hier immer über die Next-Schaltflächen. Und so werdet ihr dann tatsächlich hier quer durch dieses Update ja begleitet. Und wie gesagt, ich möchte euch jetzt hier aber die normale Variante zeigen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Typo 3 6.0.0 dann auf 6.0.1 beispielsweise umstellen wollt, dann ruft ihr hier einfach mal die Seite typo3.org Download auf. Und hier gibt es ja die verschiedenen Typo 3 Versionen, also 4.5, 4.6, 4.7 und 6.0. Und hier unten gibt es diesen Download-Bereich, und den habt ihr bereits kennengelernt. Steht jetzt ein entsprechendes Update zur Verfügung, dann ladet ihr euch hier aus dem Source-Bereich das gewünschte Archiv herunter, also beispielsweise in Form eines ZIP-Archivs. Dieses Archiv entpackt ihr, kopiert die entpackten Verzeichnisse und Dateien direkt über eure vorhandene Typo 3-Installation, und dabei überschreibt ihr dann auch dementsprechend die vorhandenen Dateien. Wenn das kopiert ist, solltet ihr dann einfach nochmal hier euren
Datenbankanalyse aufrufen. Es scrollt hier nochmal nach unten und führt hier ein entsprechendes Compare aus. Und dann, wie gesagt, im Zweifelsfall werden euch hier dann nochmal bestimmte SQL-Statements und so weiter angezeigt. Dann aktiviert ihr wieder die Kontrollkästchen und lasst das Ganze in die Datenbank schreiben und damit ist eigentlich das Update sozusagen durchgeführt. Bevor ihr dann natürlich mit der Seite online geht, solltet ihr das Ganze selbstverständlich testen. Prinzipiell funktioniert das aber, wie gesagt, auf diese Weise. So viel jetzt also schon mal dazu, wie ihr Typo 3 aktuell halten könnt. Im zweiten Schritt dieses Videos, das hatte ich ja schon angekündigt, geht es jetzt darum, wie ihr die Backend-Sprache jetzt von Englisch auf Deutsch umstellen könnt. Ruft dazu mal hier diesen Extension Manager auf. An dieser Stelle gleich der Hinweis, ich werde natürlich an späterer Stelle nochmal ausführlich auf diesen Extension Manager zu sprechen kommen, denn über den lässt sich Typo 3 um fast jede beliebige Funktionalität erweitern. Grund genug also, das nochmal unter die Lupe zu nehmen. Und wenn ihr den Extension Manager aufgerufen habt, wechselt ihr mal hier in das Register Get Extensions. Und hier wird jetzt so eine Liste geladen von Extensions. Sollte die bei euch leer sein, dann klickt ihr hier einfach mal auf dieses Datum und dann wird sozusagen diese Liste hier der Extensions nochmal aktualisiert. Entscheidend ist jetzt hier das Suchfeld, denn hier drüber sucht man jetzt die Extension, die man installieren will. Und im Fall des Sprachpakets, des deutschen Sprachpakets, nennt sich das Ganze csh-de. Und über Submit sucht man jetzt nach dieser Extension. Hier wird jetzt die Trefferliste angezeigt. Ihr seht hier den Namen, den Key und hier Versionen. Und hinter den Versionen ist hier so ein Abwärtspfeil. Und den klickt man jetzt an. Landet daraufhin jetzt hier in dieser Übersicht. Und hier seht ihr jetzt, es gibt eine Alpha-Version und es gibt eine Version, die man jetzt eben installieren sollte. Seht hier auch immer nochmal die Versionen, wann das Ganze zuletzt aktualisiert wurde. Und klickt jetzt hier einfach bei der Version, die ihr aktualisieren wollt, auf diese Schaltfläche. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, die Installation. Und ihr seht jetzt hier, also eine Erfolgsmeldung, also die Installation der Erweiterung war erfolgreich und so weiter. Ob das tatsächlich der Fall ist, könnt ihr euch jetzt hier anzeigen lassen, indem ihr mal in das Register Manage Extensions wechselt. Und hier drin könnt ihr jetzt mal nach German Language Pack suchen. Das seht ihr hier und ihr seht, hier ist jetzt also dieses grüne Symbol. Und das heißt also, diese Extension, also das Sprachpaket, wurde installiert und aktiviert und steht jetzt schon mal hier zur Verfügung. Also das Paket, wie gesagt, ist jetzt installiert. Ruft nun hier unter dem Punkt Admin Tools mal Language auf und hier das Fenster ist jetzt in zwei Bereiche unterteilt und hier unter Languages sucht ihr mal nach German und aktiviert hier dieses vorangestellte Kontrollkästchen. Jetzt wird sich gleich hier dieses Dialogfenster aktualisieren und ihr klickt jetzt hier im oberen Fensterbereich mal auf diesen Link und jetzt werden im Hintergrund die Übersetzungen heruntergeladen und zwar natürlich nur die, die verfügbar sind und ihr seht schon, einige sind verfügbar, allerdings noch nicht alle und das ja ist eben so bei Typo 3. Die Übersetzungen, die hinken dann manchmal ein bisschen hinterher, aber ihr könnt euch jetzt schon mal hier die Sprachdateien herunterladen und dieser Download-Prozess, der dauert dann einfach eine kleine Weile. Ihr könnt das aber hier, wie gesagt, sehr schön nachvollziehen, was im Endeffekt hier heruntergeladen wird. Ihr könnt jetzt also hier mal nach unten scrollen. Ihr seht, dass schon eine ganze Menge jetzt aktualisiert wurde, installiert wurde. Einige Sachen sind verfügbar, andere sind eben nicht verfügbar. Und jetzt ist gleich auch der letzte Teil hier installiert. Und ihr seht, das war jetzt also erfolgreich. Damit sind jetzt also schon mal die Sprachpakete jetzt heruntergeladen. Was jetzt noch fehlt, nachdem also die Extension installiert, die Sprachvarianten heruntergeladen wurde, ist, dass das Ganze jetzt noch tatsächlich auch als Sprache eingestellt wird. Und das geschieht hier unter User Tools, unter User Settings. Und hier gibt es ja das Auswahlfeld Language. Und wenn ihr das öffnet, sollte jetzt hier dieses German verfügbar sein. Wenn ihr das einstellt,
speichert ihr das Ganze hier ab. Und ihr seht, das wurde jetzt hier im linken Fensterbereich schon mal aktualisiert. Das Ganze ist jetzt auf Deutsch. Ihr könnt euch hier auch einfach nochmal ausloggen. Meldet euch dann wieder am Backend an und dann sollte wirklich dann auch alles hier tatsächlich auf Deutsch erscheinen. Ihr erkennt das auch schon hier an dem Abmelden-Button beispielsweise. Also das ist jetzt alles auf Deutsch. Das hier ist natürlich noch auf Englisch, weil das einfach der Seitentext ist sozusagen, hat also nichts mit der Übersetzung zu tun. Das Backend selbst kommt jetzt tatsächlich auf Deutsch daher. Wie gesagt, ihr habt jetzt also ein deutschsprachiges Backend. Wenn ihr jetzt mit Typo 3 arbeitet, und ab jetzt gehe ich tatsächlich hier von einem deutschsprachigen Backend auf, solltet ihr, wenn also diese Grundeinstellungen hier vorgenommen wurden, gleich zu den Grundeinstellungen zur Grundkonfiguration gehen. Ruft dazu hier unterhalb von Benutzer Werkzeuge den Bereich Einstellungen auf, denn hier könnt ihr jetzt allgemeine Daten eingeben. Also ihr gebt hier zum Beispiel mal euren Namen an, eure E-Mail-Adresse zum Beispiel. Warum sollte man jetzt diese Daten hier eigentlich angeben? Wenn ihr jetzt beispielsweise an einem Mehrbenutzersystem arbeitet, dann werden diese hier eingetragenen Informationen beispielsweise auch für die interne Kommunikation mit den verschiedenen Redakteuren zum Beispiel dann verwendet. Wichtig sind die Daten aber auch noch aus einem anderen Grund, denn tatsächlich gibt es auch Extensions, die jetzt hier auf diese Informationen zurückgreifen. Es kann also sein, dass ich zum Beispiel oder dass ihr zum Beispiel einen Inhalt veröffentlicht und eine Extension liest dann hier zum Beispiel euer Namen, eure E-Mail-Adresse aus und so weiter, veröffentlicht die mit. Deswegen solltet ihr also auf jeden Fall hier eine gewisse Grundkonfiguration schon mal vornehmen. Also gebt zumindest einen Namen und die E-Mail-Adresse an. Was ihr auf jeden Fall an einem Benutzer oder an einem Mehrbenutzersystem auch noch aktivieren solltet, ist hier dieser Bereich. Also mich per E-Mail benachrichtigen, wenn sich jemand mit meinem Konto anmeldet. Ihr könnt euch ja vorstellen, ihr habt jetzt eure Zugangsdaten eingegeben fürs Backend. Wenn jetzt diese Option hier aktiviert und jemand versucht, sich mit der von euch vergebenen Kombination hier am Backend anzumelden, dann bekommt ihr eine E-Mail. Und ihr wisst, aha, es probiert also jemand, sich in meinen persönlichen Bereich einzuloggen und könnt dann dementsprechend dann reagieren und merkt vor allem, ob ein solcher Versuch hier gestartet wird. Über diese beiden Passwortfelder, also neues Passwort, wiederholen, könnt ihr jetzt hier ein neues Passwort für das Backend vergeben. Auch das ist natürlich wieder jetzt interessant, wenn ihr zum Beispiel an einem Mehrbenutzersystem arbeitet, wo der Admin euch zunächst mal sozusagen temporär einen Zugang eingestellt hat. In dem Fall wird euch nämlich der Admin eine Kombination aus Benutzernamen und Passwort vorgeben und ihr könnt dann natürlich später jederzeit hier drüber tatsächlich euer Passwort ändern. Im letzten Teil dieses Videos, das hatte ich bereits angekündigt, möchte ich euch ganz kurz noch die wichtigsten Bedienelemente vorstellen. Da geht es jetzt einfach darum, dass ihr diese Begriffe schon mal gehört habt, denn in den nächsten Videos werde ich diese Begriffe einfach immer wieder verwenden und da ist es natürlich gut, wenn ihr die schon mal gehört habt. Loggt man sich nämlich das erste Mal ins Typo 3 Backend ein, dann begegnen einem ganz unterschiedliche Elemente. Los geht's hier ganz links mit der Modulleiste hier. Über die Leiste kann jetzt hier zwischen den Modulen gewechselt werden. Also es gibt hier ein Modulseite, es gibt ein Modulliste und so weiter. Und über diese Module lassen sich ganz unterschiedliche Aufgaben erledigen. Unterteilt ist diese Modulliste in verschiedene Modulgruppen. Also ihr seht hier Web, Datei, Benutzerwerkzeuge, Admin-Werkzeuge und so weiter. Ich werde euch dann die einzelnen Module natürlich nochmal detaillierter vorstellen. Und hier über diese Pfeile lassen sich die Modulgruppen öffnen und wieder schließen. Klickt man jetzt hier eines dieser Module an, also zum Beispiel Seite, dann wird ein weiter Bereich geöffnet, nämlich direkt hier neben den Modulen, und zwar hier die Navigationsleiste. Innerhalb dieser Navigationsleiste sind jetzt hier die entsprechenden Untereinträge zum gewählten Modul zu sehen. Klickt man jetzt also beispielsweise Web und hier View an, dann wird in der Navigationsleiste der Seitenbaum aufgebaut. Also ihr habt jetzt gesehen Modulleiste, ihr habt gesehen Navigationsleiste
Und es gibt noch einen dritten Bereich, den seht ihr hier drüben, und das ist der Detailbereich. Hier wird dann angezeigt, was sich tatsächlich hinter dem Modul und jetzt dem Eintrag innerhalb der Navigationsleiste verbirgt. Ihr werdet mit dieser Detailansicht sicherlich sehr oft arbeiten, denn ihr könnt euch jetzt hier zum Beispiel, wenn ihr Einstellungen vorgenommen habt, also ihr habt Seiten hier zum Beispiel unter Webseite aufgerufen, ihr passt hier oder ruft hier noch eine Seite auf, zum Beispiel Home, dann habt ihr hier den Detailbereich und könnt jetzt hier zum Beispiel ganz einfach Inhalte anlegen. Also je nachdem, was ihr hier links aufruft, was für ein Modul, passen sich diese beiden Bereiche dynamisch an.